Dümmere Männer als du bekommen die Frau, die du willst. Ja, Achtung, jetzt ist nämlich wirklich an der Zeit, dass du folgende Fehler unbedingt vermeidest, denn du kennst diese Situation wahrscheinlich genauso wie ich und hast sie schon öfters erlebt. Während du irgendwo stehst, an einem Ort, wo sich ganz viele Menschen prächtig unterhalten und es ihnen richtig toll geht, sie gemeinsam feiern und du nicht weißt, ob du am richtigen Ort zur richtigen Zeit bist. Du weißt nicht, ob die Person da vorne dir überhaupt zuhören würde, ob der Kerl da vorne dich überhaupt mag oder respektiert. Und natürlich die Frau, die du so hübsch findest, bei der weißt du grundsätzlich nicht, was du sagen sollst, um das Gespräch zu beginnen. Und während all das da passiert, ist da ein Typ und der macht sich überhaupt keine Sorgen. Der tanzt gerade, geht schnurstracks auf die Frau zu, unterhält sich mit ihr, bringt sie zum Lachen, kommt zu dir und zu der Runde, wo du gerade stehst und sagt, Leute, wollen wir was trinken? Und du denkst dir, so wie er kann ich nie werden. Mein Lieber, in dieser Folge werden wir dir diese 4 Fehler mit auf den Weg geben, die du unbedingt vermeiden solltest, wenn du nicht wieder alleine in der Ecke stehen möchtest. Herzlich willkommen im Freundin finden Podcast. Mein Name ist Andy Friday und mit dabei haben wir wieder unseren Experten für Selbstbewusstsein, welchen wir auch heute bei dieser Folge natürlich wieder extrem brauchen werden. Und den wollen wir jetzt begrüßen gemeinsam. Das ist nämlich Dominik Van Ave. Yes, in dieser Folge geht es darum, dass wir diesen Stimmen im Kopf, all diesem Zerdenken, all diesem Verkopftsein mal auf den Grund gehen und dir genau an die Hand geben, den Leitfaden, den du brauchst, um das abzustellen, damit auch du endlich die Frau in dein Leben ziehst, die du gerne hättest. Das ist so witzig. Dominik und ich haben beide dieselbe Erfahrung gemacht. Extrem ähnlich. Und zwar, ich habe mal auf einem Geburtstag von einem Freund, da kam jemand mit dazu. Und mein Kumpel sagte mir, oh, das ist mein Arbeitskollege, der wird dir gefallen, der ist echt lustig. Okay, cool. Kam er mit dazu und als wir feiern waren, habe ich gesehen, wie dieser Arbeitskollege einfach sich über nichts und niemanden Sorgen gemacht hat. Der war die ganze Zeit nur am Feiern, schon von Anfang an, auch bevor er angefangen hat zu trinken. Der ist auf Frauen zugegangen, dem ging es die ganze Zeit so gut und so locker, hat Frauen zum Lachen gebracht, hat sich dann da extrem lange mit einer Frau unterhalten und irgendwann schaue ich dahin und dann haben die miteinander rumgeknutscht. Und ich denke mir so, wie kann jemand so frei sein, dass er sich überhaupt keine Gedanken macht, ob er schlecht ankommt, ob er irgendwie stört, fehl am Platz ist, all diese Gedanken, die ich mir immer mache, ne, die ich auch mir auch heute oft noch genug mache. Ich weiß zwar mittlerweile, wie ich diese Gedanken überkommen kann und genau das wollen wir dir natürlich heute auch mitgeben, aber es ist einfach erstaunlich, wie manche Menschen, die vielleicht nicht so sehr im Alltag mental gefordert werden wie du, wenn du einen sehr hohen Platz in der Arbeitshierarchie hast und dein Grips mehr gefordert wird als andere, dann hast du nämlich wahrscheinlich auch immer wieder diese Erfahrung, dass du dir denkst, wie kann das sein? So, dass andere hinkriegen, aber ich nicht. Ich bin doch so intelligent. Tja, mein Lieber, dieser Vorteil ist vielleicht manchmal gar nicht so von Vorteil. Und genau das wollen wir heute nämlich ganz genau besprechen. Dominik, du hast auch so jemanden kennengelernt. Das war eine ähnliche Erfahrung, gell? Ja, genau. Das war auch so in meinen Anfang, Mitte 20ern. So, das war in der Studentenstadt, wo ich dann hingezogen bin. Und mein Kumpel dort hatte dann einen weiteren Kumpel, so der erweiterte Freundeskreis. Und immer wenn dieser Typ dann dazugekommen ist, dann waren immer direkt so alle Augen auf ihn gerichtet. Er hat halt immer die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Er hatte auch einfach wahnsinniges Charisma. So, war 2 Meter groß, aber auch breit. Und das waren aber auch hauptsächlich Muskeln. Und ich habe ihn gehasst dafür, dass er so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Einfach, weil ich damals in so einer Phase war, wo ich dann gerne die Aufmerksamkeit für mich gebraucht haben wollte. Und wenn er jetzt Aufmerksamkeit nimmt, dann bleibt nicht mehr genug für mich übrig. Und so, das war eine Phase, wo ich gerade angefangen habe, an meinem Selbstwertgefühl zu arbeiten. Und wie gesagt, ich hab ihn dafür gehasst. Aber gleichzeitig so, ich konnte ihn auch für viele Dinge halt einfach nicht hassen, so, weil er auch einfach ein guter Kerl war. Er hat sich für andere interessiert, hat wie gesagt immer für gute Laune gesorgt, hat gerne immer anderen Leuten einen ausgegeben, ohne irgendwas dafür irgendwie zu verlangen oder so. Hat auch Freiwilligenarbeit geleistet in der Caritas in der Stadt. Und das war cool. So war, das konnte ich ihm nicht absprechen. Er hatte das Herz am richtigen Fleck. Und ich erinnere mich noch so daran, so, wir hatten zum Beispiel mal so einen Abend, so
war so eine WG-Party und ich hatte mich gerade so mit zwei, drei Leuten da unterhalten und wir waren gerade an so einem Punkt, wo wir uns gerade über den Sinn des Lebens im Prinzip, was das Thema genau war, weiß ich nicht mehr, unterhalten hätten. Und das fand ich gerade ganz spannend und hätte da gerne ganz, ganz tiefer gebohrt. Unter anderem, weil auch ein Mädel dabei war, das ich ganz, ganz toll fand. Und er kommt in die Runde rein und fragt so, will jemand Schnaps? Und auf einmal gehen alle weg und folgen ihm für den Schnaps. Und ich hab das dann so sehr persönlich genommen damals und dachte so, oh, du Arschloch und so. Und aber das Jahre später ist mir aufgefallen, darum ging es gar nicht. Sondern so, das war halt so, er hat halt die Stimmung nach oben getrieben wieder. So die Stimmung, die flach war. Und Spaß ist halt interessanter als irgendwie die tiefsten Themen, über die wir uns jetzt gerade unterhalten können. Und ein paar Monate später saß ich mal mit ihm gemeinsam, so, wir haben draußen so gegrillt und ich saß mit ihm alleine dann so an dem Grill am Feuer. Und dann haben wir halt so ein bisschen drüber gesprochen und der hat mir dann so eine Sache gesagt, so im Nebensatz. Aber das will ich gar nicht spoilern. So, vielleicht lösen wir das am Ende auf. Wir lösen das am Ende auf, was er mir gesagt hat. Denn das, worauf wir jetzt eingehen sollten, sind tatsächlich die Glaubenssätze, die ich hatte, die du hattest damals, Andi, und die wahrscheinlich auch viele unserer Zuhörer haben. Also wir wissen, dass viele unserer Teilnehmer genau diese Glaubenssätze haben, die sie zurückhalten bei ihrem Erfolg mit Frauen. Ja, absolut. Und der größte Fehler, den ich da immer wieder beobachte, bei den Männern mit Grips, ja, ist das absolute Kaputtdenken, das Zerdenken von allem. Das Ganze hat eine ganz coole Gegenseite bei den Männern, die Sachen eben nicht zerdenken. Also wenn ich diesen Mann angeschaut habe, den ich damals gesehen habe, der einfach so drauf los, einfach gehandelt hat, der einfach so mit der Frau geredet hat, der mit ihr gequatscht hat und dann irgendwann mit ihr rumgeknutscht hat. Ich konnte meine Augen damals nicht glauben. Eine Sache hat er gemacht, die rationalen, logischen Männer nicht tun. Er folgt einer gewissen Kausalität. Das heißt, alles hat eine Ursache, alles hat eine Wirkung. Warum das so ist, darüber wird nicht nachgedacht. Ich sehe eine tolle Frau, ich gehe auf sie zu. Ich finde sie hübsch, erst recht. Sie lacht gerne, dann bringe ich sie zum Lachen. Ich bin gerade rattenscharf, okay, dann mache ich sie an und rede mit ihr vielleicht über Sex. Da, wo der rationale Kerl, der das Ganze beliebäugelt und sagt, naja, also du kannst ja nicht einfach alles einfach so machen, du musst ja darüber nachdenken, was du tust und nicht einfach so irgendwas tun. Genau da sagt er, nö, ich scheiß einfach drauf. Warum? Ich mach's einfach. Und er folgt da einfach dieser Kausalität, dem Impuls, den er da kommt. Man könnte es auch impulsiv nennen, aber es ist gar nicht mal impulsiv. Es ist mehr ein Vertrauen auf den natürlichen Prozess. Und das, mein Lieber, das hast du schon oft gehört von uns. Vertrau auf den Prozess. Sein Vertrauen ist auf einem anderen Prozess. Sein Vertrauen ist auf dem natürlichen Prozess. Einfach nur, im Grunde sind wir nicht mal Menschen, wir sind Tiere, wir sind Affen. Und da ist was mir gefällt, dann uga uga, dann gehe ich da jetzt hin. So, und da ging es auch überhaupt nichts einzuwenden. So, solange wir andere Menschen respektieren, Grenzen wahren und natürlich auch wertschätzen, mit anderen umgehen, dann warum nicht? Warum sollten wir da nicht einfach mal mit jemandem quatschen oder sein Interesse bekunden auf eine lustige, spielerische Art und dann auch das Ganze in die sexuelle Richtung lenken? Warum nicht? Es gehören zwei zum Tango. Wenn keiner den anderen zum Tanz auffordert, dann wird nicht getanzt. So, ja, er hat einfach seinen Job erfüllt. Hat da einfach dem Impuls gefolgt und hat gemacht. Und dieses alles in Frage stellen, die ganze kausale Kette in Frage stellen, warum ich mich jetzt so fühle, ob das jetzt richtig ist, dass ich mich so fühle, ob ich mich jetzt anders fühlen sollte, ob es jetzt das Richtige ist, was ich jetzt sage, ob ich was anderes sagen sollte, ob das, was ich sage, nicht gut genug ist, ob ich jetzt falsch ankomme und so weiter. Da zerdenken wir etwas, was eigentlich super simpel sein darf. Dem Prozess zu vertrauen bedeutet einfach machen. Einfach machen, sich nicht die Platte drüber machen. Und das machen diese Männer. Die machen einfach. Und wenn du dir immer wieder den Kopf zermarterst, ne, eine Platte machst darüber, dann
gibt es natürlich Mittel und Wege, wie du dort Einhalt gebietest. Wie du dann diesem Zerdenken einfach mal kurz einen Riegel vorschiebst und sagst, hey, kurz, stopp, ich muss das jetzt gerade nicht zerdenken. Ja? Es gibt manche Dinge, die kann ich einfach machen, da kann ich auf den Prozess verfolgen, dem Prozess vertrauen. Da gibt es natürlich Anker setzen und ganz andere Tipps, die wir natürlich auch schon groß, grob und breit hier besprochen haben und im Coaching natürlich sowieso innerhalb der ersten 10 Wochen der Flirt Masterclass natürlich mit dir besprechen. Aber worauf ich hier wirklich einmal den Fokus legen möchte, ist der Prozess, dem wir vertrauen können, der sich gut anfühlt und wo wir alle drauf vertrauen können. Weil diesem natürlichen Prozess, darauf vertraut vielleicht der simple Mann. So, ja, ich bin ein Mann, sie ist eine Frau, was gibt es da noch drüber nachzudenken? Ich gehe einfach hin. Aber das reicht vielleicht den rationalen, logischen Männern nicht und sie brauchen einen anderen Ansatz. Nun, mein Ansatz, und das ist der Ansatz, den wir jetzt schon seit Jahren hier im Coaching, bei unseren Teilnehmern, auf unseren Workshops in Verlieben in Florenz, in der Flirt Masterclass, überall immer wieder beibringen, ist: Schreib eine schöne Geschichte. Das, mein Lieber, ist der schönste Prozess, auf den du dich laut unserer Philosophie einlassen kannst, weil er alles beinhaltet, was du haben möchtest. Er beinhaltet ein schönes Resultat, nämlich eine tolle romantische Begegnung, in der alles möglich ist. Es beinhaltet aber auch die emotionale Unabhängigkeit, dass du da nicht wie ein Berserker unbedingt verkrampft versuchst, etwas zu erreichen, weil es nicht darum geht, sie von dir zu überzeugen. Es geht nicht darum, ihre Nummer zu bekommen. Es geht nicht darum, dass sie dich mag. Es geht einzig und allein um deine Gebermentalität, um das, was in dir steckt, das du der Welt schenken möchtest. Und das ist eine schöne Zeit. Du darfst der Welt eine schöne Zeit bescheren. Also ist deine Verantwortung wirklich nicht komplexer als das. Schreib eine schöne Geschichte. Und sie kann so kurz oder lang sein, wie auch immer die Geschichte ist, das wissen wir nicht. Du bist nicht der einzige Autor in dieser Geschichte. Aber wenn du auf diese Frau zugehst, dann solltest du nicht auf sie zugehen, um irgendwas zu erreichen oder irgendwas zu vermeiden, sondern nur, weil es die schönste Geschichte ist, die du dir später irgendwann einmal, wenn du im Buch deines Lebens dich zurückerinnerst und zurückblätterst, lesen möchtest und sagst, oh, das habe ich echt, das war echt eine tolle Story, die ich da erlebt habe. Bin echt stolz darauf, dass ich das so gemacht habe. Und damit lebt es sich so viel angenehmer, mit viel weniger Zweifel und Reue, weil irgendein Schmerz, den werden wir erleiden. Du kannst dich halt jetzt entscheiden, mein Lieber. Willst du den Schmerz der Reue empfinden, wenn du es mal wieder nicht gemacht hast, mal wieder alles zerdacht hast, mal wieder zum Schluss alleine nach Hause gegangen bist und keine Frau an deiner Seite hast, mit der du zusammen das Leben teilen kannst? Hast du Lust auf diesen Schmerz der Reue oder entscheidest du dich für diesen kurzzeitigen Schmerz der Überwindung und sagst, hey, der Schmerz ist vielleicht die Überwindung, die kostet mich was, aber wenn ich die beiden Sachen miteinander aufwiege, ist diese Überwindung einfach so viel weniger schmerzhaft und ich werde mich danach halt so gut fühlen, dass ich sage, komm, scheiß drauf. Ich verlasse mich jetzt einfach mal auf diesen Prozess. Ich schreibe einfach eine schöne Geschichte. Nimm das Motto, das für dich funktioniert. Aber im Grunde ist dieser Fehler der größte Fehler, den wir machen können. Es ist dieses Alles-Zerdenken, die ganze Kausalitätskette in Frage stellen. Und was der simple Kerl macht, ist, der stellt da nichts in Frage. Der sagt, ich vertraue drauf, das wird schon gut gehen. Und macht einfach. Ja, und dahinter liegt ja auch eine große Angst, die viele Männer haben. Und ich erinnere mich noch selber daran, wie ich damals dann zum Beispiel dann diese Frau aus der Entfernung gesehen habe, ob das jetzt auf der Straße war, ob das im Club war, wo auch immer, ob das in der Uni war. Und dann konnte ich da einfach nicht hingehen, weil so, was denken denn die anderen über mich? Was ist, wenn andere das sehen erstmal, dass ich da jetzt hingehe? So, und das ist erstmal so eine eigene Unsicherheit, die wir uns da aufbauen, so dass es nicht okay ist, das zu tun. Und ganz bewusst wissen wir so, okay, das ist schon okay. So, Menschen unterhalten sich den ganzen Tag überall auf der Welt. Warum sollte das jetzt nicht okay sein? Und vor allem, das interessiert ja sowieso keinen. Aber trotzdem kriegen wir das nicht so ganz raus mit dem Denken von, was denken jetzt die anderen über mich? Weil wir können damit halt auch irgendwie einen Status verlieren. Vielleicht den Status in der Freundesgruppe, die wir gerade aufgebaut haben oder in der wir sind,
dass wir jetzt plötzlich mit dieser Frau sprechen wollen, obwohl wir vorher gesagt haben, nee, die ist ja total doof oder Frauen generell sind total doof und so. Und oder Menschen oder Männer, die auf Frauen zugehen, die sind total doof. Das macht man ja nicht. Und jetzt wollen wir das aber plötzlich machen und das, wir machen es nicht, weil wir dann den Rückhalt der Gruppe verlieren würden, zum Beispiel. Aber auch, wir machen es dann nicht, was ist, wenn wir sie ansprechen, diese Frau, und sie uns plötzlich die kalte Schulter zeigt, uns ignoriert. So gerade, wenn wir entsprechend noch so diese Unsicherheit mit uns rumschleppen, dann erhöhen wir durch die Angespanntheit, die wir haben vor diesem Ansprechen der Frau, extrem die Wahrscheinlichkeit, dass sie uns in irgendeiner Form ablehnen wird, uns in irgendeiner Form vielleicht sogar ignorieren wird oder zurückweichen wird, wenn wir sie gerade ansprechen, weil diese Energie, die wir gerade damit aufgebaut haben, mit der Angst vor der Ablehnung, und das ist der große zweite Bereich, der große zweite Fehler, weil wir mit dieser Angst dann ein gewisses energetisches Feld vor uns aufbauen und damit alles zurückstoßen, was wir gerade überhaupt in unser Feld reinziehen wollen. Und damit auch entsprechend dann diese Frau. Und wir zerdenken, um diese Brücke jetzt auch zum ersten Punkt zu schlagen, wir zerdenken all die Worst-Case-Szenarien, also all die Szenarien, die den schlimmsten Fall auslösen würden. Wir zerdenken das so in der Tiefe, oder beziehungsweise wir fangen immer wieder an, über den schlimmsten Fall nachzudenken, dass wir gefangen sind in einem ewigen Kreislauf in unserem Kopf von was wäre wenn? Was wäre, wenn das und das passiert? Was wäre, wenn sie mich jetzt ablehnt und alle das sehen? Was ist, wenn sie jetzt plötzlich so zurückweicht und erschrocken ist und plötzlich die Polizei ruft und dann werde ich eingesperrt und so weiter? Was dann? Und dann entscheiden wir uns dafür, okay, ja, das ist, das sollten wir dann entsprechend nicht machen. Ich sollte jetzt da nicht hingehen. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Die Angst vor Ablehnung ist ein großes Resultat vom Zerdenken von Punkt 1. Und wie Andi jetzt auch gerade schon gesagt hat im ersten Punkt, so der simplere Typ, der denkt darüber gar nicht großartig nach. So, wir kennen alle wahrscheinlich den einen Typen, der uns jetzt gerade einfällt, der zu einer Frau hingeht und eine Ablehnung bekommt und lächelt und dann zur nächsten geht. Und das macht er vielleicht den ganzen Abend. Und wir sehen ihn auf jeden Fall mit einer Frau nach Hause gehen. Und dann fragen wir uns, ja, wie kann das denn sein? Und er gibt halt einfach nicht auf und er lässt sich halt nicht von seiner Ablehnung oder von einer Ablehnung irgendwie entmutigen. Auf der anderen Seite können wir natürlich auch schauen, okay, anscheinend war es ihm nicht so wichtig, diese eine Frau kennenzulernen. Und dann ziehen wir da irgendeine Nobelheit für uns da heraus. Irgendeinen letzten Strohhalm, an dem wir uns ziehen. Ja, ihm ist es ja anscheinend nicht so wichtig, mit welcher Frau er nach Hause geht, mit welcher Frau er jetzt die Zeit verbringt. So einer bin ich ja nicht. Und dann, dadurch ziehen wir dann irgendwie die Rückschlüsse und ein gewisses gutes Gefühl heraus, dass wir ja so jemand nicht sind. Aber am Ende des Tages sind die Resultate, dass der Typ, der sich halt nicht um die Ablehnung kümmert und einfach weitermacht, mehr Erfolg bei Frauen hat, als wir, wenn wir darüber nachdenken, dass wir ja nicht so jemand sind. Und was ist denn, wenn du beides kannst? Was ist denn, wenn du generell die Verehrung für Frauen hast, generell die Verehrung für das Weibliche hast und einfach viele schöne Frauen siehst? Und sind wir mal ehrlich, es sind überall viele schöne Frauen. Warum dich denn nur auf eine gerade einschwingen, bei der es gerade vielleicht nicht gepasst hat und dann zu sagen, ja, aber die anderen, ich will jetzt hier nur die eine ansprechen und jetzt traue ich mich aber nicht oder jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt oder jemand anders hat sie schon angesprochen und die hat anscheinend schlechte Laune und deswegen mache ich das jetzt alles nicht. Und ich bin ja nicht so jemand, der einfach von Frau zu Frau hüpft. Ja, okay, aber am Ende des Tages bist du halt dann alleine. Das ist für einen Abend mal okay, das zu machen oder für einen Tag mal okay zu machen. Aber es ist halt wie mit allem im Leben, ne? The dosage makes the poison, die Dosis macht das Gift. Oder auch die Gewohnheit ist das Problem, nicht der Genuss. Ich bin noch mal eine Nummer härter. Ich bin wirklich mal noch mal eine Nummer härter. Und vielleicht brauchst du das jetzt auch gerade, wenn du das gerade siehst oder hörst. Wenn ein Mann sagt, ich bin ja nicht so jemand, der da von Frau zu Frau hüpft und ich hab wenigstens noch Anstand und so weiter und so fort, das ist eigentlich pure Projektion. Denn eigentlich, wenn du die Chance hättest, mit einer heißen Frau
die auf dich steht, die dir große Augen macht, die, die den Kopf nach hinten wirft und lacht und dann ihre Hand über deine Brust streicht und einfach offensichtlich total verrückt nach dir ist, dann würdest du nicht Nein sagen. Würdest sie nicht von der Bettkante stoßen, auch wenn sie nicht 100% deinen Werten entspricht. Das mit den Werten, das schauen wir danach mal. Mal gucken. Jetzt gerade darf ich auch mal genießen. Richtig? So. Und diese pure Projektion, die diese Kerle dann den anderen Männern entgegenwerfen, was das ist, ist das Ego. Und das Ego ist dein Selbstbild, das du dir erschaffen hast, das du jetzt schön bewahren möchtest, weil wenn du selbst das verlierst, dann hast du gar nichts mehr. Dann hast du keine Frau und du weißt nicht mal mehr, wer du bist. Nicht mal mehr die positiven Qualitäten an dir kannst du schätzen, weil die waren ja nichts wert. Und das ist eine harte Realisation. Die wollen wir nicht gerne machen. Das ist halt der Vorteil, den die Buddhisten und die Hinduisten uns gegenüber haben. Sie haben die Theorie des Egos in ihrer Kultur schon inbegriffen. Das heißt, was das Ego ist, was dieses Selbstbildnis ist, das wir voneinander haben, dass es nicht hilfreich ist und dass wir durchaus unsere Identität loslassen dürfen, dass das einer der vielen Pfade zu inneren Frieden ist und natürlich dann auch zur Freiheit, auch zur sozialen Freiheit. Das ist ein Geheimnis, das wir hier im Westen noch nicht ganz verstanden haben. Und es ist sehr kritisch, dass wir das verstehen. Weil wenn wir selbst unser Ego, also unser letzter Rest, der uns noch bleibt, wenn wir alles verloren haben, dann haben wir wenigstens noch, wie du gesagt hast, dann können wir uns wenigstens noch gut zureden, naja, wenigstens war ich kein Arsch. Und wenn wir selbst das dann verlieren, wenn wir in diesem Verlies, in diesem dunklen Keller sind, aus ich bin total einsam und ich kriege nichts von dem, was ich gerne haben möchte, aber wenigstens habe ich noch das. Wenn wir das dann selbst das verlieren würden, ja, dann haben wir gar nichts mehr. Aber genau darin liegt die Freiheit. Zitat aus einem deiner Lieblingsfilme, Dominik, ne? Aus Fight Club, ja. Erst wenn wir alles verloren haben, haben wir die Freiheit, alles zu tun. Und dieser letzte Rest an Identität, dass wir ja nicht so jemand sind oder nicht so jemand, immerhin bin ich so jemand, das ist genau derselbe Punkt, der dich dazu bringt, alles zu hinterfragen und zu überdenken und überdenken und überdenken. Ich habe schon mal gesagt, ich werde es nochmal sagen, Nachdenken kommt von danach denken. Wenn es Vordenken hieße, dann wärst du 100% richtig in dem Punkt, dass du über alles vordenken solltest, bevor du es tust. Aber es heißt nicht Vordenken, es heißt Nachdenken. Und dementsprechend darfst du auch einfach mal handeln, Dinge ausprobieren und danach dann darüber nachdenken, nicht davor. Und um nochmal zurückzuspulen zu dem Punkt, der ziemlich hart ist, der Projektion, den möchte ich nochmal etwas erweitern. Warum ist es Projektion, wenn wir sagen, oh, sowas wie der, das würde ich niemals machen, ich bin kein Arsch, ich will keine Frauen ausnutzen. Aber wenn du die Chance hättest auf tollen, leidenschaftlichen Sex, dann würdest du wahrscheinlich nicht Nein sagen. Selbst wenn die Connection nicht so sehr da ist. Und das liegt daran, dass mit jemandem zusammen zu schlafen, nachdem du ihn erst ein paar Minuten kennengelernt hast oder eine wildfremde Person angesprochen hast, das kannst du nicht. Und weil du das nicht kannst, denkst du, na gut, er kann das, ich bin nicht so wie er, ergo, er muss böse sein, weil das ist das Einzige, was die Lösung, die wir uns da erarbeiten können, weil wenn er gut wäre, dann wäre er ja wie ich, dann würde er das nicht können. Aber wenn du einmal auf deine kindliche Natur schaust, also das, was schon immer in dir gesteckt hat, die Neugierde, als du ein kleiner Knirps warst und einfach von A nach B gelaufen bist und Leute gefragt hast, und wer bist du? Und dann hat vielleicht die Mama gesagt, hey, jetzt lass das, man redet nicht so viel mit Fremden. Diese offene Neugier, die war unschuldig, die war rein, die war gut.
Da war nichts Verkehrtes daran, mit einem fremden Menschen zu reden und Interesse zu haben an diesem Menschen. Das war nicht verkehrt. Das macht sie nicht zu einem schlechteren Menschen. Und da haben wir auch nicht daran gedacht, oh ja, der Kleine da, das ist ein schlechter Mensch. So ein Quatsch. Wir haben gedacht, cool, ja, das ist noch, oh ja, das haben wir irgendwann verloren, nicht wahr? Ja, jetzt machen wir uns über alles Gedanken. Okay, aber das, was wir irgendwann verloren haben, das können wir auch wieder finden. Und das ist der Sinn dieses Podcasts, mein Freund. Es ist nicht weg. Du kannst es wieder finden. Es ist ja nicht, du hast ja nicht aus der Hand verloren und es liegt jetzt irgendwo in den Tiefen des Ozeans. Es ist ja noch in dir. Du kannst das ja ebenfalls. Die ganzen Männer, die hier hinter mir sind in den Fotos, die ganzen Geschichten, die ich immer wieder aus Florenz mitbringe, von all den Männern, die mit mir gemeinsam dann am dritten Tag einfach so aus dem Nichts innerhalb von 90, 120 Minuten maximal ein Date herbeizaubern, die einfach nur aus der Tür rausgelaufen sind und gesagt haben, wir werden uns da oben treffen bei Sonnenuntergang und da werden wir alle ein Date haben. Und dann hat jeder von ihnen ein Date. Das passiert nicht, weil sie alle krasse Typen sind oder dumme Kerle. Nein, das passiert, weil wir wieder diesen Zugang finden. Und gemeinsam zeigen wir dir, wie du diesen Zugang wieder findest zu dieser Unabhängigkeit, dieser Freiheit, die du hast, wenn du von diesen ganzen Identitäten und diesem ganzen Glaubenswirrwarr, so bin ich nicht, das sollte ich tun, das sollte ich nicht tun, ich muss über alles 10-mal nachdenken, wenn du davon einfach mal loslässt und einfach ins Tun kommst, ins Handeln. Und das muss nicht verkrampft sein, das darf fließen, das darf angenehm sein, das darf eine schöne Geschichte sein. Und dann hast du auch nichts, über das du dich ärgern brauchst. Dann hast du lauter tolle Stories, auf die du stolz sein kannst. Das ist ein Leben, das ich gelebt haben möchte. So. Das ist der zweite große Fehler. Ne? Die Angst davor, ständig einen Fehler zu machen, um schlecht dazustehen. Der dritte große Fehler ist Gedankenlesen. Nicht wahr, Dominik? Oh ja. Also das ist etwas, was wir jetzt auch schon hier und da in den beiden Punkten auch behandelt haben. Und das geht aber halt nochmal so viel tiefer, denn es ist eine weitere Form von Projektion. Wir lesen die Gedanken des anderen und behaupten dann, dass, also zum Beispiel, wir lesen die Gedanken der Frau und wir sehen sie da gerade und sagen, ja, sie sieht gerade nicht so glücklich aus, das heißt, es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, sie anzusprechen, oder aber auch, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, dass ich sie gerade anspreche. Sie möchte bestimmt gerade nicht von mir gestört werden. Ich störe sie bestimmt gerade. Und das sind Gedanken, die wir in sie hineinlegen. Wir glauben, dass sie das denkt und aufgrund dessen, weil sie so denkt, verhalten wir uns so. Und das hat halt mehrere Downsides. Wie sagt man das? Nachteile. Nachteile, genau, danke. Mehrere Nachteile. Denn auf der einen Seite so entmutigen wir uns selbst erstmal damit. Okay, ja, sie denkt ja so über mich, das heißt, ich brauche es ja gar nicht versuchen. Und weil sie so über mich denkt, so, das ist ja der Beweis dafür, dass ich ein schlechter Mensch bin. So, okay, brauche ich gar nicht versuchen. Ich will nicht noch mehr auf die emotionale Fresse bekommen. So, wenn ich da jetzt hingehe und mir einen Korb abhole. Warum sollte ich das denn tun? Das macht ja gar keinen Sinn. Und auf der anderen Seite verhalten wir uns schon direkt so, wie sie denkt. Selbst wenn wir da hingehen würden und wir denken über sie, dass sie nicht mit uns sprechen möchte, weil wir in einer anderen Liga spielen. Also sie spielt in einer höheren Liga als wir. Und sie ist auf diesem Podest und sie ist ja so schön und so. Das nennt man übrigens Halo-Effekt. Wenn wir einer Person nur aufgrund einer Eigenschaft ganz viele andere Eigenschaften, positive Eigenschaften zuschreiben. Also wir wissen das halt gar nicht. Nur weil wir sie hübsch finden, glauben wir direkt, sie ist halt auch ein ganz toller Mensch. Muss ja nicht sein. Und aufgrund dessen sind wir halt dann so in einem ganz anderen Zustand, selbst wenn wir da hingehen würden. Und wir gehen schon mit dem Gedanken da rein, okay, sie wird mich ja sowieso ablehnen. Sie denkt ja sowieso, ich bin besser. Sie ist besser als ich. Das heißt, wenn ich da jetzt hingehe, dann wird sie mich ablehnen. Und ich fühle mich dann sowieso schon schlecht. Das heißt, ich fühle mich jetzt schon schlecht. Ich bestrafe mich im Vorfeld schon, gehe dahin und hole mir auch noch die physische Strafe ab, dass ich jetzt dahin gegangen bin. Also sie kann dann gar nicht anders, als uns abzulehnen. Und wir projizieren diese Gedanken einfach dann nicht nur in die Frau hinein, wir projizieren diese Gedanken in andere Menschen hinein. In die ganze Zeit. So, ich kann das jetzt nicht aussprechen, weil alle denken dann, ich bin doof oder so. Oder wenn ich jetzt hier
alle sagen, wir müssen nach rechts gehen und ich bin der Einzige, der sagt, wir müssen nach links gehen. Das kann ja nicht richtig sein, weil alle sagen, ja, wir müssen nach rechts gehen. Ich bin ja dann der Idiot und so weiter. Oder alle sagen, es ist völlig okay, dass wir diese Sache machen und ich bin der Einzige, der den Fehler darin sieht. Besser nicht ansprechen, weil die können ja denken, ich bin doof. Oder ich, was auch immer. Und das sind Gedanken, die wir in andere Menschen hineinprojizieren. Und dann machen wir es nicht. Oder selbst wenn wir es machen würden, würden wir das so kommunizieren, dass andere es nur sehr schwer haben, uns nicht abzulehnen. Das heißt, die haben sehr leicht, uns abzulehnen und unsere Gedanken abzulehnen. Und dann haben wir wieder einen Beweis dafür gefunden. Und das ist halt so der große Punkt. Wir haben einen weiteren Beweis dafür gefunden, dass wir nicht gut genug sind. Weil, ich habe es ja gesagt, sie findet mich doof. Sie findet, dass ich nicht gut genug bin. Sie findet mich nicht unterhaltsam genug. Ich bin nicht gut genug. Das ist der Beweis dafür. Sie hat mich abgelehnt, Beweis, Case closed. Und damit machen wir uns es einfach so schwer. Und es ist wieder zurückzuführen auf den Fakt, dass wir uns zu viele Gedanken machen. Das Denken ist nicht dein Freund. Das Denken, wie Andi jetzt auch gerade schon mehrfach und auch in den letzten Folgen gesagt hat, so, denk hinterher, nachdenken. So, nimm das, was passiert, als Feedback. Und schau dann, wie du es das nächste Mal besser machen kannst. Und vor allem, es ist halt auch nicht deine Schuld. Selbst wenn du jetzt einen Fehler beim Ansprechen gemacht hast und du einen Korb bekommen hast von mir aus. Wo ist das Problem? Du hast wenigstens es versucht, du hast wenigstens Hallo gesagt, du hast wenigstens eine Geschichte zu erzählen. Und vor allem, du hast wertvolles Feedback, du hast einen wertvollen Datensatz, um zu schauen, so, wenn das jetzt öfter passiert, wo ist hier die Schnittmenge? Wo ist das Muster? Was kann ich vielleicht ändern? Das ist doch mehr Erfahrung. Das heißt doch, dass du mehr Erfolg haben wirst. Je mehr Fehler du machst, desto mehr Erfolg hast du doch am Ende des Tages. Ja, yes, wirklich, diesen Punkt. Ich kann nicht unterstreichen, wie wichtig dieser Punkt ist, mehr Fehler zu machen. So viel von dem, was es heißt, Charisma anzueignen, selbstbewusster zu werden, flirten zu lernen, ist einfach nur das Mosaik zu füllen mit lauter kleinen Referenzerfahrungen. Irgendwann hast du in jeder kleinen Situation schon mal etwas erfahren und du hast irgendwas probiert, dass daraus ein Schuh wird, dass dann ein Gesamtkunstwerk daraus wird. Du sagst, in der Situation war ich doch schon mal. Letztes Mal, als ich in der Situation war, wo eine Frau mir so flirtig Anzeichen gezeigt hat, sie hat irgendeine sexuelle Anspielung mir gegenüber gebracht und ich wusste nicht, was ich sagen sollte, ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Letztes Mal habe ich dann das gemacht und das hat dann dazu geführt, dass einfach nichts weiter passiert ist. Okay, diesmal probiere ich jetzt mal was anderes. Diesmal gehe ich drauf ein mit dem, was der Andy mir beigebracht hat, die Ja- und Regel. Aha, alles klar, ich werde es annehmen und ich werde es vergrößern. Annehmen und verdoppeln. Flirt-Element aus der Woche 1 der Flirt-Masterclass. Mache ich. Er nimmt das Ganze an, er verdoppelt es. Oh, der Flirt geht einen Schritt weiter. Cool. Was jetzt? Mist, jetzt wusste ich nicht, wie ich das Ganze dann auch zum nächsten Date führe oder ins Schlafzimmer geleite. Beim nächsten Mal ist diese Referenzerinnerung abgespeichert. Und du bist einen Schritt weiter. Das ist wie Trial and Error bei einem Videospiel. Du zockst ein Spiel und du kommst bei einem einen Gegner nicht weiter, nicht weiter, nicht weiter. Du probierst alles Mögliche und schaffst es einfach nicht. Irgendwann hast du es geschnallt. Ich muss zuerst dieses Item benutzen. Und dann funktioniert der Angriff erst. Und zack, kommst du weiter. Und dann bist du wieder an derselben Stelle. Mist, wie geht's jetzt weiter? Aber wenn du jetzt stirbst, dann geht's wieder zurück zum Anfang und diesen Eingangsknackpunkt, den bestreitest du sehr schnell, weil du dich an diese Referenzerinnerung zurückerinnerst. So ging das. Und weiter geht die Kiste. Und das ist so wertvoll. Wenn wir sagen, es gibt keine verlorene Kommunikation, vertraut auf den Prozess, dann meinen wir das nicht einfach nur als nobles philosophisches Ziel. Auch das schreib eine schöne Geschichte. Das hat ja nicht nur einen einzigen Vorteil. Es hat so viele Facetten an Vorteilen. Diese ganzen Referenzerfahrungen, die machen dich selbstbewusster. Was ist Selbstbewusstsein, wenn wir es in der Praxis betrachten? Du bist vielleicht nicht selbstbewusst bei Frauen. Wo bist du denn selbstbewusst? Viele von euch werden jetzt wahrscheinlich sagen, na, bei der Arbeit, da weiß ich, was ich mache. Warum weißt du denn, was du machst? Na, ich habe es oft genug gemacht. Siehe da. Dein Selbstbewusstsein ist ein Resultat aus einer ganzen Summe an Erfahrungen. Daher kommt es.
Warum sollten wir das Ganze dann nicht auch bei Frauen anwenden? Und dieser Vorteil, der wird so klein geredet, dass ich das einfach nicht verstehe, wie kurzsichtig die meisten Menschen sind. Wir leben nicht so lange. Wir leben nicht so lange, Jungs. Wir haben gerade bei dem Online-Seminar am Sonntag, haben wir darüber geredet, Dominik. Wir hatten mal einen Teilnehmer bei uns in der Flirt Masterclass. Der kam zu uns, der war Mitte 40, war Fußball-Schiedsrichter. In der Freizeit, der hat noch einen anderen Job gehabt, aber das war so sein Ding. Und er wollte unbedingt wieder auf Frauen zugehen können, weil er das seit 20 Jahren nicht mehr gemacht hat. Und er hatte eine lange Beziehung gehabt und hatte einfach keine Ahnung gehabt, wie er überhaupt, also geschweige denn mit einer fremden Frau redet, gar keine Ahnung gehabt. Und er wollte einfach wieder eine schöne Erfahrung haben mit Frauen und hat dann bei uns gelernt, wie er einfach so auf fremde Frauen zugehen kann und mit ihnen flirten kann und dann daraus magische Momente entstehen. Und dann hat er einen Bericht gemacht. Er hat gesagt, boah, das war gerade echt einer der schönsten Tage der letzten Jahre. Ich habe gerade die so und so, ich kann mich nicht mehr an den Namen erinnern, so und so kennengelernt, angesprochen, wir haben miteinander geredet, haben geflirtet, wir sind zusammen spazieren gegangen und ich hatte das schönste Date, was ich seit Ewigkeiten nicht mehr hatte. Und es war schön, ich habe mich gefreut, ich dachte, na, die Reise geht noch weiter, mal gucken, was wir noch zusammen erreichen. Und dann haben wir nichts mehr von ihm gehört. Wir haben ihn angeschrieben, angerufen, keine Antwort. Und nach mehreren Wochen kamen wir dann irgendwann durch und es war ein Familienmitglied, der Gute ist gestorben. Jetzt stell dir mal vor, diese schöne Geschichte, die du schreibst, über die ich immer wieder rede, dass die am Ende deines Lebens, dass du damit stolz zurückblicken kannst, dass das die letzte Geschichte ist, die du schreibst. Weil morgen bist du weg. Wo auch immer du dann bist. Aber nicht mehr hier. Würdest du dann vielleicht mehr drauf scheißen, alles richtig machen zu wollen und sagen, ich will jetzt einfach nur noch schöne Geschichten schreiben, ist mir alles egal. Es gibt eine Gruppe Teilnehmer, einen Schlagmann, den wir in unserem Coaching haben. Der beginnt ab 50, der ist so zwischen 50 und 57 Jahren. Ich liebe diese Altersgruppe an Teilnehmer. Ja, wenn du in dieser Altersgruppe bist, melde dich. Ich arbeite sehr gerne mit euch zusammen. Warum? Weil diese Männer Lust haben auf ein neues Kapitel. Und sie haben zwei Dinge erlebt in ihrem Leben. Sie haben erlebt, dass ihre bisherige Strategie nicht funktioniert hat. Und sie wollen sie ändern. Und zweitens, sie spüren, hey, so viel Zeit auf dem Planeten habe ich nicht mehr. Ich würde sie gerne nutzen. Und ich würde gerne anfangen, schöne Geschichten zu schreiben. Ich habe jetzt mal Lust auf die Freiheit. Ich brauche nicht unbedingt Resultat über Resultat über Resultat, sondern ich habe Lust auf dieses Gefühl, dass ich es einfach kann und dass dann magische Momente links und rechts passieren. So wie sie auch dann passieren. Wie bei Markus zum Beispiel, über den wir uns gerade unterhalten haben. Der halt wirklich, das haben ja Männer bei uns in der Flirt Masterclass gesehen, mit welcher Freiheit der einfach so auf Frauen zugegangen ist und dann zack, 55 Jahren, zack, boom, romantischer Augenblick, gemeinsam auf dem Date gewesen, zusammen ins Hotelzimmer verschwunden. Also verrückte Stories mit 55. Und das schaue ich mir an und denke mir, ja, du verstehst, dass es an der Zeit ist, nicht mehr so kleingeistig alles richtig machen zu wollen, und dass sowieso irgendwann alles vorbei ist. Warum sollten wir dann nicht die Zeit, die wir haben, wirklich nutzen und schön schreiben? Erfahrungen sammeln und aus diesen Erfahrungen dann Selbstbewusstsein kreieren, was sich aus diesen Erfahrungen ansammelt. Ja. Und sowieso, Gedanken lesen ist meistens schwachsinnig, weil du halt keine Ahnung hast, was die andere Person denkt. Ich habe die Geschichte auch schon mal erzählt, ich erwähne sie nur noch mal kurz. Ich war mal auf einem Date mit einer Frau, Und ich war total nervös. Ich habe einfach die ganze Zeit gedacht, ja, was soll ich machen, wie kann ich das Ganze vorwärts bewegen. Sie ist total süß, war eine Amerikanerin, was mache ich jetzt, dies, das. Und weil ich so nervös war, habe ich dann gedacht, umgekehrte Psychologie. Ich werde jetzt mal ihr den schwarzen Peter zuschieben und habe ihr gesagt, du siehst nervös aus. Und dann hat sie gesagt, ja, das war so ehrlich, das war so erfrischend authentisch. Ganz anders, als ich darauf war in dem Moment. Und dann habe ich gesagt,
Okay. Das hat mich komplett aus der Bahn geworfen. Warum denn? Und dann sagte sie, naja, guck dich mal an. Selbst dann habe ich noch kurz gezweifelt. Was meint sie denn damit? Guck mich mal an, was heißt das? Und ich habe einfach kurz gewartet und dann hat sie nochmal gesagt, du siehst mega gut aus. Voll der interessante Kerl. Wow. Damit hatte ich nicht gerechnet. Aber wie oft habe ich mich dann gefragt, passiert das wohl, dass ich in meinen Gedanken vom schlimmsten Szenario ausgehe, weil ich ja Gedanken lesen kann? Nicht. Und in Wahrheit ist eigentlich alles vorbereitet und perfekt für mich da. Ich brauche nur noch zu akzeptieren, dass es für mich geschehen darf. Und wie oft ich mir dann selber das Bein gestellt habe. Erstaunliche Erkenntnis. Und sofern du nicht noch einen weiteren Punkt zu dem Fehler hast, Dominik, könnten wir zum vierten Fehler hinweisen. Genau, das machen. Und zwar ist das der Gedanke, ich muss jemand sein, der ich nicht bin. Der geht tief. Das ist so dieser Gedanke von, naja, ich sehe halt diesen Typen, der gut mit Mädels klarkommt und der ist von mir aus laut, der ist spontan und all das bin ich nicht. Und das bedeutet, ich muss anscheinend so sein. So wie ich bin, bin ich nicht gut genug. Und ich muss so sein. Und das will ich aber nicht. Und deswegen bin ich mit mir selber im Clinch. Ich zwinge mich dann dazu, extrovertiert zu sein, was ich vielleicht dann nicht bin. Ich zwinge mich dann dazu, laut zu sein. Also einfach dann auch laut zu reden und was auch immer. Und das fühlt sich alles nicht gut an und am Ende des Tages gehe ich dann nach Hause und fühle mich extrem ausgelaugt und stelle mich selbst in Frage, was soll das alles? Und das ist etwas, da diesen Gedanken, den hatte ich so lange, gerade so in meiner Phase, in der ich begonnen habe, also die ersten ein, zwei Jahre, die ich begonnen habe, Frauen kennenzulernen. Ich hatte den Gedanken, so wie ich bin, bin ich nicht gut genug, weil vorher hat es ja nicht geklappt. Vorher haben mich keine Frauen irgendwie angesehen. Das heißt, ich musste genau das Gegenteil sein. Und das Ding ist, das hat halt manchmal auch geklappt. So, das hat halt manchmal auch dann geklappt, wenn ich laut war und und Witze gemacht habe, die ich irgendwie gar nicht so richtig verstanden habe, vielleicht sogar, aber auch, die aber auch nicht meiner Natur entsprochen haben. Also es waren dann vielleicht irgendwelche extrem sexuellen Witze oder einfach Sachen, die ja, nicht meiner Natur entsprochen haben. Und das hat dann hier und da zwar dazu geführt, dass ich mich länger mit Frauen an der Bar unterhalten habe, dass ich hier und da Nummern getauscht habe und dass ich auch hier und da mit Frauen nach Hause gegangen bin. Und ich erinnere mich an eine Geschichte, die habe ich auch den Teilnehmern auf der FMC Live erzählt. Eine ganz persönliche Geschichte, deswegen hier kurz angerissen. Eine der Frauen, die fand diese aufgesetzte Persönlichkeit, die ich halt nicht war, weil dachte, ich muss diese Persönlichkeit sein. Die fand die so interessant, dass sie mich unbedingt wieder treffen wollte. Und jetzt könntest du ja denken als Zuhörer, okay, das ist doch gut. So, sie will dich ja wiedersehen. Aber ich konnte mir in dem Moment nichts Schlimmeres vorstellen, weil ich nicht wusste, ob diese Frau jetzt gerade mich wieder treffen möchte oder die Rolle, die ich gespielt habe. Und das hat mich so verzweifeln lassen. Ich bin die ganze Nacht, das war so am Abend, Sonntagabend. Ich weiß, ich habe mein Handy gegen die Wand gefeuert, ist kaputt gegangen und bin dann die ganze Nacht durch die Gegend gelaufen, bis ich dann so morgens so wieder zu mir gekommen bin, so nachdem ich mir die ganze Nacht so die Augen aus dem Kopf geheult habe und mir den Kopf zerbrochen habe über dies und das, bin ich dann an einem Ort wieder zu mir gekommen, der auch ganz schnell das Ende meines Lebens hätte sein können. Und da war mir klar, das kann so nicht weitergehen. Das kann nicht sein, dass ich jemand sein muss, der ich nicht bin. Nur um dann den Erfolg zu haben. Es muss einen Weg geben, wie ich als ich das auch machen kann. Und der erste Gedanke, den wir dazu treffen können, ist, warum sollte es schlecht sein, so wie ich bin? Warum ist das nicht gerade mein großer Vorteil? Und vielleicht ganz kurz, dieser Moment, das muss ziemlich heftig gewesen sein, weil jetzt hast du, die ganze Zeit hat es nicht funktioniert, so der du warst, hat nicht gereicht, scheinbar, das hast du gedacht. Und jetzt auf einmal klappt es
und du bist jemand anders, aber du merkst, ach, das bin ja gar nicht ich. Was ist, wenn sie mich gar nicht will? Und ich habe die ganze Zeit nur, ich hab nur an der Oberfläche versucht, das Problem zu bearbeiten, aber in der Wurzel hat sich nichts geändert. Und du hast, als du da umhergelaufen bist, wahrscheinlich echt damit gekämpft, dieses neue Selbstbild von dir, dieses neue Ego, diese neue Identität aufzugeben, zu sagen, so kann es ja nicht sein, ich muss mit mir selber klarkommen. Und das ist genau der Kampf, diese Zerstörung des eigenen Egos, so, wo du wirklich selbst das verlierst. Und das muss ja auch eine heftige Entscheidung gewesen sein, weil das hat ja wenigstens funktioniert, in Anführungsstrichen. Ja, yeah, das ist auch übrigens genau das, was wir auch immer so in Heldengeschichten, also sei es irgendwie in Buchform oder auch in Filmform, was wir dann auch immer ganz gerne beschreiben als der Weg durch die Hölle oder der Weg durch den Untergrund, durch den Hades. Und wir müssen das Ego verlieren an der Stelle. Wir müssen das Ego sterben lassen, in Anführungszeichen. Also das ist nicht das, was am Ende des Tages passiert. Aber wir müssen das Ego sterben lassen, um als höheres Selbst aufzusteigen. Und das ist ein Kampf, den viele nicht bereit sind einzugehen, weil, also ich glaube, wir als Mann, gerade auch wenn wir aus der Ecke kommen, dass wir zu nett sind, der Nice Guy sind oder sowas. Oder halt auch, wenn du dich in den bisherigen Folgen und in dieser Folge wiedererkannt hast, dann geht es gerade um dich. Und wir wissen intuitiv, denke ich, dass wir diesen Kampf führen müssen, dass wir uns dieser Angst stellen müssen. Aber wir schieben das so weit von uns entfernt, dass es wie so ein Schemen hinter uns, so ein Schatten, der hinter unserer Schulter, so ein Dämon, der da steht und der uns irgendwie dazu zwingt, nicht hinzuschauen. Weil wenn wir hinschauen würden, dann würden wir sterben. Und das ist genau die Rolle des, in Anführungszeichen, des Teufels. Ne? Also der sagt, wenn du jetzt schaust, dann stirbst du. Aber das Ding ist, das tun wir nicht. Das ist die Lüge des Bösen. Das ist die Lüge des Teufels. Das ist die Lüge des Egos, der Echse in uns. Und ich hoffe, dass Andi und ich dir als Zuhörer auch in den letzten Folgen und also seit es uns gibt, dir genug Mut machen, da mal hinzuschauen und diesen Kampf zu kämpfen, weil du kannst den nur gewinnen, wenn du ihn kämpfst. Das ist halt das Ding. Ja. Er ist heftig, aber es ist so witzig. Makako, den ja auch viele von euch kennen, sei es, weil ihr im Coaching seid oder weil ihr ihn von unseren YouTube-Videos kennt, er ist ja Koreaner. Und als Koreaner hat er Meditation seit seiner Kindheit dann gelernt. So. Sein Papa hat ihm dazu immer gesagt, ja, das ist wie aufs Klo gehen. So einfach mal, ne, ab und so, du musst einfach mehrmals am Tag, musst du da einfach die ganze Kacke rausschießen. Und halt auch aus dem Kopf. Also der ganze Mist, der da ist, der muss einfach mal rausgespült werden. Und das ist für ihn Meditation. Das ist sehr interessant. Also nur einer der vielen Wege, die das behandeln, die das Auflösen dieser Identität und dem, wo wir uns immer gefangen halten von wer bin ich und was wird von mir erwartet und so weiter. Ist natürlich eine lebenslange Praxis. Und eine andere sehr effiziente Methode ist die Flirt Masterclass. So. Und in der Flirt Masterclass, da kriege ich gerade einen Anruf. So, und der wird jetzt ignoriert. So. Und in der Flirt Masterclass, da geht es eben in 10 Wochen Schritt für Schritt darum, wie du lernst, deine alte Version von dir in angenehmen, inkrementellen Schritten zu erweitern. Das heißt, zu realisieren, oh, anscheinend, wenn ich ein bisschen experimentiere und hier mit dem Leitfaden und diesem Instrumentenkoffer an Flirt-Elementen, wo du ganz viele Beispiele bekommst, da komme ich ja jetzt anscheinend ganz gut bei Frauen an. Jetzt kann ich damit ja experimentieren und meine eigenen Flirt-Elementen Möglichkeiten entwickeln und daraus entstehen einfach richtig tolle, stolze, lächelnde Gesichter bei diesen Männern. Weil sie merken, das ist so richtig cool, die Frau mag mich ja, wegen dem, was ich da spontan gemacht habe. Also schlagfertige Sachen, wo du dir vielleicht den Kopf zermarterst, wenn du deine Theorie dran setzt. Nee, in der Praxis
leben sie Schlagfertigkeit, weil sie diese Regeln, weil sie diese Methoden des Flirtens kennen. Und sie können sich daran halten, ne? wie an einem roten Faden. Und dann, alles klar, so funktioniert Flirten. Und dann flirten sie und bringen das Ganze dann auf die nächste Ebene und erfahren innerhalb von wenigen Wochen, na krass, also anscheinend reagieren Frauen positiver, als ich gedacht habe. Jetzt liegt es an mir, den nächsten Schritt einzuleiten, den sie dann ebenfalls lernen. Und da geht es teilweise auch richtig zur Sache, seine alte Identität loszulassen und zu sagen, ja, Mensch, Woche 4 zum Beispiel bei vielen ist die Woche, wo du dein altes Ich mal wirklich hart unter die Lupe nimmst und sagst, hilft mir das oder darf ich auch einfach mal drauf scheißen? Und wenn ich drauf scheiße, dann kriege ich von wildfremden Frauen gesagt, bleib doch noch ein bisschen, ich will mich noch länger mit dir unterhalten. So, und das ist möglich, mein Lieber. Der erste Schritt dahin, den kennst du, der ist die Flirttyp- und Charisma-Analyse. Ein kostenloses Gespräch, wo wir mit dir gemeinsam deinen bisherigen Werdegang mit Frauen in der Liebe und deine bisherigen Fehler, die sehr individuell sind, die du, mein Lieber, gemacht hast, einmal unter die Lupe nehmen, ob da jetzt diese 4 Fehler dabei sind, die wir heute besprochen haben, oder nochmal ganz andere. Und wie du natürlich mit den Eigenschaften, die sehr attraktiv an dir sind, die jetzt schon attraktiv sind, die du wahrscheinlich noch gar nicht genutzt hast oder du noch gar nicht weißt, dass du sie unterbewusst nutzt und bei Frauen auch gut ankommst, so nutzen kannst, dass du die Frau auch kennenlernst, die du wirklich willst. Und dann hängst du vielleicht irgendwann ebenfalls mit einem Foto hier hinter mir. Also komm in die kostenlose Flirttyp- und Charisma-Analyse. Das Gespräch dauert etwa 60, 90 Minuten. Wir nehmen uns da wirklich Zeit. Ist ein sehr individuelles Gespräch. Wir nehmen uns aber auch deswegen so viel Zeit, weil wir es können. Weil wir so viele Kunden haben und so viele Kunden auch immer wieder mit in diese Familie aufnehmen können, die auch von ihren Werten passen, die Männer mit Herz sind, wo wir sagen, ja, bei dir sehen wir es für unserem geistlichen Auge auch schon, wie du mit dieser Frau zusammen Radfahren bist und auf dem Berg dich mit ihr gemeinsam hinsetzt und einen Radler trinkst und ihr gemeinsam über eure Zukunft sinniert. Dir wollen wir helfen. Und diese Männer, die sorgen dafür, dass wir das hier, was wir machen, in unserer Zeit gerne tun können. Podcast, YouTube, all das. Das können wir gerne machen, weil wir euch dabei hauptberuflich seit über 10 Jahren helfen. Und darum können wir eben auch diese kostenlose Flirttyp- und Charisma-Analyse anbieten. Weil innerhalb dieser Termine gibt es dann oft genug auch Männer, die sagen, weißt du was, das finde ich so geil, ich möchte mit euch zusammenarbeiten. Und dann gehen wir den nächsten Schritt in der Flirt-Masterclass. Und die, mein Lieber, die hat es in sich, weil die kannst du von überall machen. Von zu Hause, von deinem Urlaubsort, wenn du gerade auf irgendeiner Weiterbildung bist, in Schweden oder in wo auch immer. Ich habe gerade Schweden gesagt, weil wir gerade jemanden bei uns im Coaching haben, den Bernd, der gerade in Schweden ist, beruflich. Und du kannst das überall machen. Du hast quasi uns, deine Coaches, in der Hosentasche. Wir sehen uns mehrmals in der Woche und wir arbeiten wirklich explizit an deinen Stellschrauben. Sowohl hier oben im Mindset, also im Selbstbewusstsein und diesen ganzen Themen, die da tiefer liegen, als auch wirklich in der Praxis und geben dir da manchmal auch den Arschtritt, den Tritt in den Hintern, der nötig ist, ob mit Stahlkappe oder nicht. Das schauen wir dann, was du lieber hast. Und dann kommst du auch vorwärts. Also mein Lieber, www.flirtanalyse.de für deine kostenlose Flirttyp- und Charisma-Analyse. Den Link findest du auch in der Beschreibung. Wir sehen uns nächste Woche oder schon in dieser Woche in deiner Flirttyp- und Charisma-Analyse. Aber bevor wir den Call beenden, noch die kleine Anekdote, die mir dieser Typ, von dem ich am Anfang erzählt habe, noch am Grill erzählt hat. Mhm. Und ich habe ihn gefragt, so, wir haben darüber gesprochen, so wie funktioniert das alles, warum bist du eigentlich so beliebt? So, das war so der Tenor des Gespräches. Und er hat so im Nebensatz gesagt, so, weißt du, eigentlich schaue ich immer danach, dass alle um mich eine gute Zeit haben. Und das ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Das war der Grund. Die Leichtigkeit. Die Gebermentalität auch. Gebermentalität, ja. Mhm. Ja. Du bist ein Mann mit Herz? Sehr schön, das darfst du auch sein. Zeigst der Welt, sei ein guter Mann mit Herz und sei mutig. Wir zeigen dir wie. Wenn du nicht weißt wie, melde dich bei uns. www.flirtanalyse.de. Bis zur nächsten Woche, mein Lieber.